Hallo und willkommen zur nunmehr 16. Episode des Heavy Magic Podcasts. Und heute machen wir eine, sagen wir, ruhigere, entspanntere Episode. Als Thema wollen wir ganz kurz am Anfang eine neue Secret Lair, die ziemlich Metal ist, ansprechen. Und dann, die Hauptzeit des Podcasts, reden wir über selbstdesignte Karten von uns. Wir haben jeder welche vorbereitet und dann quatschen wir entspannt darüber. Ist der Plan. Ganz genau, weil die in der Vergangenheit so gut bei unseren Hörerinnen und Hörern angekommen sind. Ja, wir haben positives Feedback erhalten. Außerdem macht es uns einfach auch Spaß. Was uns auch Spaß macht, ist unsere Random Card. Und ich suche ja gerade mal eine raus. Beziehungsweise ich suche die natürlich nicht raus, sondern ich benutze die Scryfall Random Funktion. Du müsstest sie jetzt auch sehen. Ja, ja. Der Ondu War Cleric aus Battle for Zendika. Ne, aus of the Gatewatch. Pardon me. 1 und ein weißes, 2-2 Creature Human Cleric Ally. Kohort, tap und tap untapped ally you control. You gain 2 life. Illustration ist von Ben Meyer. Meyer mit AI. Ist genau. Vielleicht relevant. Ja. Limited-Karte. Leider gab es bei dem letzten Besuch bei Zendika ja nicht wirklich Ally-Support. Mhm. Nur die eine Legend hatte den Ally-Text reingeworfen. Mhm. Mm. Aber die Karte ist auch kein glänzendes Beispiel daran, was cool an Allies ist. Das ist die Ally-Version aus dem zweiten Zendika-Block, die eher ein Fail war. Die hatten ja dann diese aktivierten Fähigkeiten, die Ally Tribal eingebaut hatten hier im Kohort, dass du den und deinen anderen Ally tappen musst. Da war das ursprüngliche Konzept, dass Allies von sich selbst ETB triggern und dann auch von anderen Allies viel besser. Fand ich zumindest interessant. Ich glaube, das war ungefähr der Rally, heißt die andere Fähigkeit, soweit ich weiß. Die ist auch in dem Block hier. Ah ja. Of the Gatewatch. Der ursprüngliche Ally-Effekt hatte keinen Namen. Es war quasi immer, when this creature or another Ally enters the battlefield, XX happens. Mhm. Meistens +1/+1 Marken oder so. Und das war quasi dann ein interessanterer Riff und Slivern, weil Slivern immer diese Static Abilities für jeden geben und Allies waren quasi dasselbe, bloß mit ETBs. Das fand ich sehr cool. Mhm. Und hier hatte man dann dieses seltsame Tappen in Kohort und Rally war so ähnlich wie das ursprüngliche, aber dann größtenteils nur mit Fähigkeiten und nicht mit 1/+1 Marken. Generell ist der nicht so gut angekommen, weil viel von dem Zendika-Feeling auch verloren gegangen ist. Aber die Karte ist immer noch in Limited, ein Bär mit relevanten Kreaturentypen für das Set. Mhm. Das heißt, war bestimmt in Limited Playable. Ja. Zum Artwork. Es ist ein sehr klar definiertes... ein sehr modernes Magic-Artwork. Genau. Sehr fotorealistisch. Überrealistisch, ja. Genau. Man hat im Hintergrund die klassischen schwebenden Steine von Zendika. Der Typ erinnert ein bisschen an Wolverine, oder? Ja, mit der Frisur ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Und der hat das Tywhite-Sword. Oh mein Gott. Ja, das war auch so ein ganz komischer Stil in dem Zendika-Block, dass Zendika haben die diese abgerundeten Schwerter vorne haben. Keine Ahnung, worauf das zurückgehen soll. Und ich weiß auch nicht, warum das hier so leuchtet, aber... Vielleicht, weil er gerade Leben damit bekommt. Aber er hat nicht Lifelink. Das gibt auch keinen Sinn. Ja. Ich bleibe dabei, das ist eine Vorandeutung auf das Tywhite Sword. In Kaltheim. Vermutlich. Jetzt fügt sich alles zusammen. Für welche Genre oder Band wäre das Album, das Artwork als Albumcover geeignet? Also, erstmal fällt mir auf, dass das hier auch ein cooles, das wäre einfach ein cooles Albumcover. Weil unten in der Ecke, wo nichts ist, da sehr gut das Logo und der Titel von dem Album stehen könnten. Das stimmt. Und ich würde auf jeden Fall sagen Power Metal. Ich habe sogar Adventure Metal oder so mit dem Seil und der Spitzhacke, die auf dem Rücken hört. Adventure Metal. ich habe auch ehrlich gesagt schon eine ziemlich klare Vorstellung. Und für mich ist das Dragony. Die haben nämlich so ein Album, wo auch, da steht auch so ein Krieger mit so einem blau leuchtenden Schwert drauf. Ein bisschen andere Pose. Aber also war mir eigentlich, oder das war jetzt sofort meine Verbindung. Und ich denke, das würde ganz gut passen.
Ja, das ist so ein guter Vergleich, dass ich da gar nichts dazu sagen werde weiter. Und das heißt nicht, dass ich keine bessere Idee habe. Ich stimme dir einfach großmütig zu. Vielen Dank. Alles Und klar. das war dann unsere Random Card. Und dann kommen wir zum ersten kleinen Subthema. Und das ist, dass es einen weiteren Secret Lair Megadrop im Februar gab. Wir wollen nicht über alle reden, sondern nur die, die in irgendeiner Weise Metal-related sind. Das Mega Drop wäre. heißt in dem Fall, es gibt, ich glaube, vier Secret Layer Drops auf einmal. Ich glaube ja, vier Und oder. Ne, fünf. fünf, Vier. okay. Genau. Und wir wollen über drei reden. Und der erste ist, heißt The Unfathomable Crushing Brutality of Basic Lands. Und in dem Drop sind je eins der Basic Länder in ziemlich coolem Full Art Artwork von Mark Riddick. Das ist der gute Mann. Und ihr seht ihn natürlich gerade auch hier auf dem Screen. Ja, man kann immer Und ein sehr ähnliches Muster erkennen. genau, sehr cooler Artstil. Dieses Schwarz-Weiße mit den, das quasi als Artwork aus kleinen Punkten oder Strichen besteht im Grunde. Und viele Totenköpfe kann man zusammenfassend, glaube ich, sagen. Genau, und in der Mitte immer sehr prominent das jeweilige Symbol, auch Genau. sehr einfach Von gehalten. Konzeption erinnert das ein bisschen an die Servos Pokémon Energy Lands. Nyx-Länder oder Pokémon-Länder, genau. Ja. Aber hier ist, finde ich, bemerkenswert cool, dass die Mana-Symbole angepasst sind an den Artstil. Irgendwie bei der Insel fällt es nicht so auf. Ja, gerade bei dem Mountain Aber und bei dem Forest. Plains und Swamp auch sind alle Ja. sehr. Man erkennt noch eindeutig, was es ursprünglich war, aber es ist natürlich an den Artstil angepasst, was sehr cool ist. Was hältst du allgemein von dem Oh, Artstil? ich finde es großartig. Also, das sind so ein bisschen, was hat man davon ja schon in Kaltheim durchscheinen sehen, zum Beispiel das Plakat, was wir mal angeschaut haben. Und ich finde auch, also es gibt ja auch ganz, ganz viele Bands, die so einen ähnlichen Artstil als für ihre Albumcover-Artworks verwenden. Und ich bin ein großer Fan davon. Ich finde, es sieht einfach super schön aus. Besonders die Insel sieht einfach mit zwei Farben, das so, dadurch, dass man wirklich nur Schwarz und Weiß verwendet, aber dann diese Illusion von Grau erscheint, gefällt mir super gut. Und bei der Insel sind diese beiden Kapuzengestalten, die symmetrisch links und rechts Ja, stehen, ja. und der Totenkopf, der aus dem Meer kommt, Ja. ziemlich sweet. Aber die Insel stört mich ein bisschen, Das das Mana-Symbol. Insel-Symbol so ein bisschen out of context aussieht. Ja, das stimmt. Weil das eben vollkommen leer ist. Das heißt, das sticht irgendwie unangenehm raus, als hätte der Artist nicht mehr genug Zeit gehabt. Das stimmt, hast du recht. Aber vielleicht ist es ja auch irgendwie so der Sinn dahinter, dass es so leer ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, die sind auf jeden Fall cool. Ich finde das Konzept ein bisschen komisch, da Basics reinzumachen, weil, also ich lege da jetzt ehrlich gesagt nicht so einen großen Wert drauf, aber ich weiß, Also dass. in Secret Lairs, Ja, genau. historisch gesehen sind die aber die, die nachträglich am meisten Value und mit der meisten Value hatten. Aber liegt das nicht vielleicht daran, dass die dann halt sehr hoch im Kurs stehen, weil du willst ja nicht nur ein Basic Land haben. Das spielt wahrscheinlich da mit deiner Rolle. Es gab ja beispielsweise schon die Eldraine Winter Wonderland hieß das, glaube ich, mit dem Snow Basic, die ziemlich cool aussahen. Und es gab noch irgendein Basic, es gab den Bob Ross Basic Land Drop. Und die sind einige der Secret Lairs, die also deutlich über dem ursprünglichen Sale Value stehen, wenn man es zusammenrechnet. Das heißt, und ich persönlich mag das Konzept hier eigentlich besonders, dass sie Basic Länder in Secret Lairs verkaufen. Weil das etwas ist, was wirklich purer Luxus ist. Du kannst Ja. das kaufen, wenn du willst, aber um das Spiel zu spielen, brauchst du keine besonderen Basic Länder. Die kriegst du kostenlos. Das heißt, der Aspekt gefällt mir. Dass man nicht irgendwelche teuren Karten, die eigentlich einen wirklichen Reprint brauchen würden, oder Gott bewahre, wie bei der infamosen, um genau zu sein, Secret Walking Dead Geschichte, ganz neue Karten zu drucken, die Leute unter Umständen brauchen, ist die Basic Land Variante meiner Meinung nach die beste. Ja, Verstehst du, woher ich komme? das sehe ich auf jeden Fall ein.
Und ja, wie gesagt, also die sind auch echt richtig schön. Was ist das Beste deiner Meinung nach? Also mir gefällt am besten, am wenigsten gut gefallen mir die Plains, glaube ich. Echt? Ja. Das ist aggregiert bei mir unter den Top, diese Runensteine, die da oben schweben und dann hier auch sehr symmetrisch mit den Schwertern. Also eine gewisse Symmetrie haben die ja alle, bis auf den Ja, Forest. das stimmt. Aber ich glaube, für mich ist es tatsächlich die Insel. Also Wie ich, gesagt, wie, bei. ich, ich, ja, ich weiß schon, dass sich das da stört mit dem Wassertropfen. Wenn das ein bisschen ähnlicher wie bei den anderen wäre, eben dass das Magic-Symbol angepasst an den Stil ist, wäre ich da auf jeden Fall bei dir dabei, weil der Rest des Designs so sweet ist. Aber mit diesem Caveat würde ich sagen, mein Favorit ist entweder das Plains oder einfach der Mountain. Mit diesem. Ja. Der Mountain hat sowas Rituelles. Das wäre bestimmt auch ein cooles Black Metal-Album. Wenn man da, wo Mountain steht, oben drüber den Bandnamen hat. Ja. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Blutopfer oder so. Mit dem Totenkopf in der Mitte, das Feuersymbol oben drüber und die beiden Kerzenstände links und rechts. Ja. Am wenigsten mag ich, glaube ich, den Forest. Ja, der Forest ist halt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Genau, der ist ein bisschen langweilig. Was auch ganz cool ist, finde ich, ist, dass es sehr schön die verschiedenen Aspekte des jeweiligen Playstyles, finde ich, integriert sind. Also diese Flammen, die bei dem roten Land aus den Augen rausbrechen, das hat irgendwie ein sehr schnelles Ding und dann ein bisschen Equipment und diese Runenzeichen bei Weiß. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ein guter Punkt, über den ich noch gar nicht nachgedacht habe. Und da, auch Genau, das ist bei Grün nicht so. aber bei Grün hat man die Wurzeln durch den Totenkopf kommen. Da könnte man vielleicht ein bisschen den Lebenszyklus von Leben und Tod reininterpretieren, der bei Grün ja in dem Kalapai relevant ist. Okay, ja. Und es ist einfach ein cooles optisches Ding, dass die Wurzeln da so Aus den rauskommen. Augen, Sieht ja. sehr creepy aus. In Ordnung. Dann würde ich sagen, kommen wir zur zweiten Secret Lair und gleich eigentlich auch zur zweiten und dritten, weil die doch recht nah aneinander stehen und über die wir reden wollten. Und das ist Kaltheim Part 1, Showcase Kaltheim Part 1 und Part 2. Und hier wurden die sehr coolen Kaltheim Showcase Frames, die in Kaltheim für die Legendary Creatures waren, wiederverwendet. Über die haben wir ja schon, während wir über Kaltheim gesprochen haben, viel geschwärmt. Gefanboyt, könnte man auch sagen. Und hier gibt es jeweils zwei Secret Lairs, jeweils mit drei Karten. Und jeweils mit einem der Titan aus Servos Beyond Death, also einem mit Uro, Titan of Nature's Wrath. Und eins mit Kroxa, Titan of Death's Hunger. Und dann die ursprünglichen Titans, also Primeval Titan und Frost Titan, sind in den beiden Farben bei dem Servos Titan dabei. Das heißt, in jedem Secret Lair Drop sind drei Karten. Ich glaube, ich habe das unnötig kompliziert ausgedrückt, um das nochmal zusammenzufassen. In Part 1 ist Frost Titan, Primeval Titan und Uro. Und in Part 2 ist Inferno Titan, Grave Titan und Kroxa. Um das nochmal klar zu sagen. Ja, und alle Und haben alle neues im Artwork Showcase Frame. bekommen, Genau. was auch einen ziemlich gleichen Stil hat. Also so eine sehr, ja, wie eben auch der Stil von den Kaltheim Legends. Genau, und das ergibt natürlich auch Sinn, weil es auf Kaltheim ja die Titans gibt. Ja, also Also die eigentlich ergibt für Giants. Kaltheim nur Frost und Inferno Titan Sinn. Wirklich, weil der Realm, wo die Titans in Kaltheim leben, ja blau-rot orientiert ist. Aber die anderen lassen wir mal durchgehen. Ja, und also mir fällt es auch nicht schwer, mir so vorzustellen, dass auf der schwarzen Plane oder auf der schwarz-roten Plane irgendwie der Grave Titan zu Hause ist oder also Oder auch Kroxa, oder ja. auch Kroxa, ja. Ja, das stimmt wohl. Das ist, glaube ich, okay. Das nur kurz dazu, aber was wirklich interessant an diesem Announcement war, dass bei der Uro Secret Lair angekündigt wurde, dass nächsten Montag, das heißt am 15.02., es ein BNA-Announcement, also ein Banned and Restricted Announcement geben wird, wo Uro mindestens in Pioneer, Modern und Historic gebannt wird. Das haben sie hier dazu geschrieben, dass Leute nicht den Drop bestellen und sich danach beschweren, dass das eher gebannt wurde. Was sehr fair ist eigentlich, dass sie es Ja, dazu auf jeden schreiben. Fall. Das ist Also ein guter man könnte Schritt. auch sagen, das Mindeste, was sie tun können. Kommt darauf an, wie zynisch man sein möchte. Aber
das ist das Beste in diesem ganzen Secret Lair Announcement auf jeden Fall, dass Uros Schreckensherrschaft in Modern endlich ein Ende findet. Und sie haben gesagt, dass es ein größeres BNA-Announcement wird. Das heißt, es gibt Hoffnung, dass andere unangenehme Karten in Modern gebannt werden könnten, wie beispielsweise meine Hoffnung, eine beliebige Kombination aus Field of the Dead, Mystic Sanctuary, Veil of Summer und Three Fairy. Fairy. Ja, ist auf jeden Man Fall kann ja nicht noch von der Hand hoffen. zu weisen. Also größere BNA-Announcements gab es ja in der Vergangenheit schon und das war alles von 3 bis 5 Karten, würde ich mal sagen, in verschiedenen Formaten. Und genau, also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen sich was tun. Technisch gesehen 1 bis 5 Karten ist Ja, der aber Durchschnitt, würde ich sagen. in den, genau, aber in den größeren BNA-Announcements würde ich mal sagen, waren es immer so 3 oder mehr. In Ordnung. Das dürfte unseren Secret Lair Talk abschließen, außer du willst noch um irgendwas loswerden. Ich wollte dich noch fragen, was dein Lieblings-Titan-Artwork ist. Ha, das ist ein guter Punkt. Sag du zuerst, ich habe nicht meinen Tab schon zugemacht. Okay, bei mir ist es Kroxa. Ich fand auf jeden Fall aus Erinnerung den Frost-Titan ziemlich sweet, weil der sehr kaltheimig aussieht. Uro mag ich persönlich nicht so, der ist ein wenig nicht aussagekräftig, fand ich. Ja, das sieht, passiert sehr wenig auf dem, oder man sieht sehr wenig auf dem Artwork. Aber auch, ich glaube, mein Favorit dürfte der Grave-Titan sein. Die Konzeption ist ziemlich cool mit den Zombies im Vordergrund, die so ranstürmen und im Hintergrund der Titan mit der riesigen Und Axt. der Explosion, ja, das sieht auch sehr cool aus. Das heißt, Frost-Titan und Grave-Titan, glaube ich, sind meine Favoriten. Okay. Aber die anderen sind auf jeden Fall auch alle sehr sweet. Ja. Inferno-Titan ist Hammer. Auch. Genau. Alles klar. Dann So, fangen wir jetzt genug davon. an mit unseren eigenen Karten. Ihr kennt das Konzept schon. Wir hatten das jetzt des Öfteren mal am Ende einer Folge. Und wir alle haben einen Satz Karten designt, die Genau. wir euch nun präsentieren wollen. Und auch uns selbst. Also, ich kenne Diegos Genau. Karten noch nicht. Und die erste Karte, die ich designte, ist Oath of the Guardian Spirit für Weiß-Weiß-Blau. Ein Enchantment. Flash. As Oath of the Guardian Spirit enters the battlefield, choose a card name. You have protection from the chosen card name. Und das bedeutet, in Klammern, you can't be targeted, dealt damage or enchanted by anything with that name. Wow, das ist echt gut. Erinnertest du das an eine andere? Reden wäre gut. An eine andere Karte. Das erinnert mich erstmal an Elven King. Von denen hast du nämlich das Naja, Artwork das Elven King Artwork gedroppt. natürlich. Also solche Effekte gibt es ja Genau, es ist immer wieder. im Grunde Wound Halo aus Lorwyn, war das ursprünglich. Das ist genau dieselbe Karte, bloß ohne der blaue, also nur für zwei weiße, und ohne Flash. Das ist das Einzige, was ich hier verändert habe. Und hier finde ich interessant, wie anders das diese Karte macht. Oh, ich glaube, Weil das ist sehr stark. Wound Halo im Grunde entweder als Sideboard-Karte gegen Combo gespielt wird oder so in Enchantress-Decks. Aber auch nicht wirklich super viel Play sieht. Und mit dem Blau und mit dem Flash, also primär mit dem Flash, wird aus diesem Effekt eine Art Counterspell. Weil Naja, also das Problem. nur mit Spells, Targeten. die dich Das wird targeten. quasi. Ja, also es wird kein Counter für einen Counter zum Beispiel. Nein, das wird kein Hardcounter. Also, aber es spielt neben der normalen Wound Halo-Funktion dann auch die Funktion eines Art Protection Counters. Und das Problem bei Wound Halo ist eben, dass du dadurch meistens ein Mana Disadvantage kriegst. Und falls es zerstört wird, auch ein Problem später. Aber hier kannst du darauf reagieren, das heißt, der Gegner muss das Mana schon benutzt haben. Wenn du beispielsweise ein Sortis verhindern willst, kannst du das damit countern, obwohl Sortis bis dahin vermutlich schon abgefeuert wurde. Das heißt, das ist ein schlechtes Beispiel. Irgendein teurer Spell, der targeted wird. Ja, irgendein Burn-Spell. Teurer Spell, egal. Ich glaube, der Punkt ist klar. Und so kannst du halt, indem du das Spiel schon ein 1-zu-1 Trade machen, indem du den Spell counterst oder den Angriff unnötig machst. Ja, auf jeden Fall. Du kannst damit
Kreaturen bis zu einem gewissen Grad nutzlos machen. Klar, die sind immer noch da und können immer noch blocken. Nur Combat, Ja, genau. orientierte Kreaturen. Genau. Und in den meisten Formaten willst du keine Kreatur spielen, die nur da ist, weil sie viel Schaden macht. Kannst Tamogolf oder so damit nehmen. Eidolon of the Great Devil ist auch ein gutes Target. Aber hier ging es mir halt wirklich primär darum, diesen interessanten Effekt, wie sehr sich die Karte in ihrer Spielweise ändert, zu sehen, indem man einfach nur ein Wort ergänzt mit Flash. Ja. Und Kosten und Kellerpreis philosophisch mäßig muss es dann natürlich auch noch blau kosten. Das sollte es zumindest. Und das Artwork erinnert sehr stark an die Oath of the Gatewatch Karten, also die Oath of Liliana und so. Da steht Planeswalker dann ja auch alle so da mit der Hand erhoben und da ist dann sogar so ein magisches Zeichen um die Hand, wie bei dem Elven King Artwork. Und der Flavor ist hier, dass du diesen Geist hast, der schwört, dich vor der einen Karte zu beschützen. Das ist aber nett von ihm. Ja, ja. Du hast ihm halt auch ein bisschen bezahlt. Aber ja. Das ist cool, das gefällt mir. Also ich glaube, es ist eine Karte, die immer noch viel Anwendung im Sideboard einfach finden wird. Weil, vermutlich nicht Mainboard stark genug. Und auch der Effekt ist nicht so, dass du ihn immer unbedingt haben möchtest. Also es ist nicht... Ja, gegen ein Control-Deck oder so ist das ziemlich nutzlos. Ja. Das stimmt. Aber ja, als Sideboard-Karte ist auf jeden Fall besser als Rune Halo, wenn du eh schon in den Farben bist. Logischerweise. Okay, dann machen wir weiter. Die erste Karte, die ich designt habe, ist nicht ganz so komplex. Restraining Chains für ein weißes Enchantment Aura, Enchant Creature. Tap another creature you control, tap the Enchanted Creature. This ability can be activated by any player. Interessant. Ja, also der Hintergedanke ist natürlich, dass du im Prinzip bei deinem Gegner was enchantest und dann in den meisten Spielen du, also in einem 1 gegen 1, du die Person bist, die jeweils sich entscheiden möchte, ob sie ihre Kreatur tappen möchte. Und dann natürlich noch der Commander relevante Text, das von irgendjemandem aktiviert wird. Ja, also der ist, genau. Für Commander gedacht. Genau. Der Flavor gefällt mir auf jeden Fall, dass du quasi eine Kreatur brauchst, um die Kreatur des Gegners zurückzuhalten. Halt quasi den Aufpasser oder so. Der halt die Ketten hält, wie im Artwork gezeigt. Was von Orden Organ ist übrigens, habe ich glaube ich nicht gesagt. Aber nein, hast du nicht, aber ja. Beim Artwork ist es ein bisschen irrittierend, dass es nicht zu einer weißen Karte passt. Ja, ja. Ich habe damit gekämpft, aber es ist halt diese... Typ von Karte findet sich halt normalerweise nur in Weiß. Ja, natürlich. Spieltechnisch ist das ein ziemlich cooles Design für White Weenie oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine, in einem schwächeren Format wie Standard oder so, falls da ein White Weenie-Deck existieren würde, könnte das das als billigen, mana-effizienten Removal-Spell benutzen, um mit irgendeiner unnütz gewordenen Kreatur von dir, die große Kreatur des Gegners, quasi dauerhaft down zu tappen. Ja. Das ist aber auf jeden Fall nicht zugepusht, weil du im Endeffekt ja immer noch ein 2-for-1 machst. Du trailst das Enchantment und die Funktionsfähigkeit einer deiner Kreaturen gegen die Kreatur des Gegners. Du. Dadurch, dass du es aber nie machen musst, ist das natürlich nett. Und falls du angreifen willst, ist es relevant, dass du im Turn eines Gegners die Kreatur tappen kannst, im Endstep oder so, dann enttappt deine Kreatur ja und dann kannst du angreifen. Ja. Was ganz gut ist. Und außerdem, soweit ich weiß, kannst du... Moment, was wollte ich sagen? Achso, kannst du auch mit einer Summoning Stick Kreatur das Ding aktivieren. Weil das stimmt auch, ja. Das die Kreatur selber nicht die Quelle ist, deswegen... aber ich habe es trotzdem auf einem Weißen gelassen, weil die Karte an sich nichts tut. Oh ja. Ein Weißes sind die optimalen Mana-Kosten dafür, denke ich. Wenn es teurer wäre, könntest du auch anfangen, Pazifismus oder so zu spielen. Genau, ja. Okay. Okay. Sehr interessant. Dann rasch weiter mit deiner nächsten Karte. Die nächste Karte habe ich Angst, dass sie zu gepusht ist. Aber absolut wenn sweetes Artwork.
blau-grüne Mystics designen darf, die super gepusht sind, darf ich das hier wohl auch. Die Karte ist Yaff Anokra, Nature's Duality. Für blau, schwarz, grün, Legendary Creature Human Shaman, für einen stolze 0-1er. Steiler Preis. Jetzt muss ich einen Roman vorlesen, was den Rules-Text angeht. As long as Yaff Anokra is in your graveyard, other cards in your graveyard can't be the target of spells or abilities your opponents control. Cost 2 less to cast, and the activated abilities cost 2 less to activate. Und sacrifice Yaff Anokra, shuffle all cards from your graveyard into your library, then mill that many cards. Wow. Life and death are one. Und das Artwork ist von Arcona. Das Artwork ist super sweet. Sehr sweetes Artwork. Gefällt mir sehr gut. Und das Album heißt Yaff, deswegen der Name. Und Anokra ist Arcona rückwärts geschrieben. Oh, yeah, I see what you did there. Aha, interessant. Das heißt, du als in den meisten Fällen, wenn du die Karte fair spielst, hat dein Gegner genau eine Chance, sie irgendwie zu exilen. Aber wenn du sie millst, dann ist dein... Ah, okay, Other Cards in your graveyard. Other Cards, sie beschützt sich nicht selbst, sonst wäre die Karte super unfair. Und wenn du sie fair spielst, mischt sie sich selbst mit rein. Mhm. Du opferst sie geht in den Graveyard, der Effekt geht auf den Stack, resolved und mischt sie dann rein. Und wenn du Glück hast, millst du sie nochmal. Natürlich zufälligerweise millen. Aber je nachdem, in welcher Position du im Spiel aktuell bist, ist es... Genau. Okay... Oh, interessant. Während die Idee ist, dass sie im Graveyard quasi die Wiedergeburt das nach dem Todzyklus beschleunigt, dass das billiger macht und beschützt. Mhm. Und das Beschützen ist wörtlich zu verstehen, also dass sie die Natur beschützt und so. Und wenn sie im Spiel ist, kannst du sie opfern, um quasi eine Erfrischung oder so der Welt zu machen. Okay. Alles wird reingemischt und du kriegst so gleich viele Karten zurück in den Friedhof. Die Karte ist, glaube ich, zu gepusht. Ja. Aber es ist nur ein 0-1er für 3, also ey. Ich fürchte, sie würde sehr unfair gespielt werden, würden wenn du sie in irgendeinem Graveyard-Deck einfach nur versuchst zu millen. Mhm. Und der Fail-Case ist, dass du einfach deinen Friedhof quasi wheelen darfst. Das war auch die mechanische Idee, dass es quasi ein Wheel-Effekt für den Friedhof ist. Mhm. Ist immer noch sehr stark. Okay, aber du kannst es auch nicht loopen, weil den Effekt kriegst du nur, wenn du sie sacrificed und nicht, wenn sie wieder in deinen Friedhof reinkommt. Außer mit... Ich verstehe nicht ganz, was du mit loopen meinst. Naja, sozusagen immer wieder deinen Friedhof wheelen. Nein, okay. nur wenn du irgendwie wieder noch im Spiel hast. Ja, verstehe. Also wenn du sie sozusagen millen würdest... wäre sie auch nur im Friedhof. Ja. Und es hat keine eingebaute Fähigkeit, sie zurückzubringen. Nur andere Sachen. Okay, lässt sich natürlich enablen, aber... Wäre vermutlich entweder als Commander super busted oder in den 99 bei sowas wie Multrofa. Klingt das absurd. Dann das Wheelen wirklich ein tatsächliches Wheelen ist. Du kannst alle guten Sachen aus deinem Friedhof mit Multrosa casten und dann den restlichen Müll, Länder oder so, die du zufälligerweise gemüllt hast. Austauschen gegen frische Karten. Gegen frische Karten austauschen. Mhm. Und wenn sie im Friedhof ist, macht das all deine Sachen 2 billiger und so. Und beschützt sie vom Gegner. Ja, okay, das ist ziemlich gut. Aber Commander ist das Format der gebastelten Sachen, also. Auf jeden Fall. Und es ist schon, man muss schon ein bisschen arbeiten, um die so zu enablen. Ein Problem, das ich auch sehe, ist, dass sie keine Mana-Kosten hat, um den Friedhof-Effekt zu haben. Das heißt, da werden die 3 Mana von 3 Farben irrelevant. Mhm. Aber in sowas wie Dredge, wenn wir jetzt an 60-Kartenformaten denken, tut sie nicht wirklich viel, außer deinen Friedhof zu beschützen. Und selbst das nicht absolut, weil beispielsweise Grave Digger's Cage... also die Sachen, der Friedhof kann schon einfach... Exiled werden, ja. Tormod's Crypt funktioniert noch, Leyline of the Void, Rest in Peace funktioniert alles noch, nur Sachen wie Surgical Extraction oder so gehen nicht. Weil das die Karten im Friedhof targeten würde. Das heißt, vielleicht würde man sie in einem Sideboard von Treacher so spielen, aber das kommt dann natürlich sehr stark drauf an, welcher Graveyard-Hate gerade viel gespielt wird. Ja, ja.
weil er sie gegen vielen nicht hilft. Und der Kostenreduktionspart bringt Dredge nicht so viel, weil die meisten Sachen einfach durch Trigger oder so zurückkommen. Narcomoeba, Priced Amalgam und so. Ja, ich sehe die auch das größte Potenzial in Commander. Wo war die auch designt? Wieso machst du Commander-Karten? Du hast das Format. Ja, und? Weil ich ein Okay. netter Mensch bin, der sich freut, wenn andere sich freuen. Das ist eine so eine Nein, dreiste das ist Lüge. mein geheimer Plan, Commander zu vernichten. Ich mache einfach bastete Sultai letztens, bis keiner mehr Lust hat, Commander zu spielen. Haha. Guter Plan. Bevor ich meinen genialen Weltplan weiter ausplaudere, kommen wir zur nächsten Karte von dir, oder? Auf jeden Fall. Die nächste Karte von mir heißt Thought Eruption. Ich bin mir nicht sicher, ob es schon eine Karte gibt, die so heißt. Aber habe auch nicht nachgeschaut. Für Blau-Blau ist eine Rare Instant Counter-Target Spell. Its controller may search their library for an instant or sorcery card, reveal it and put it into their hand. If they do, that player shuffles their library. Das Album ist von Nothgard. Also das Artwork ist von einem Nothgard-Album. Okay. Bisschen inspiriert von den Tibble Trickery-Sachen, die in letzter Zeit passiert sind. Und dann habe ich das Albumcover gesehen und habe mir gedacht, oh, wie ist das? Irgendwas wird Das kaputt Effekt gemacht. passt auf jeden Fall Ja. zum Artwork. Ich weiß nicht, wie man es einsetzen Das habe würde. ich mich dann auch gefragt. Und da wollte ich eigentlich dich Was? fragen. Du kannst es natürlich benutzen, um einen. Gegnerische Sachen zu kontern, das klingt ja auch nach keiner guten Idee. Genau, also die einzige Anwendung, die ich gesehen habe, um es auf einen Gegner zu machen, Wenn ist er keinen Instant Sorceries hat. ja, entweder das oder halt, wenn du auch irgendwie ein Commander bist und das wirklich das Spiel beenden würde, was er tut. Ja, aber in Commander hast du genug Two-Mana-Counter-Spells. Es gibt keine KT Sword Eruption, heißt nebenbei bemerkt. Okay, ja, das ist gut zu wissen. Und sonst, es ist kein besonders guter Tutor, weil der was countert. Genau. Genau, sie muss, wenn du versuchst, gegnerische Sachen damit zu countern, in einem Format gespielt werden, wo es nicht einfach bessere zweimal Counterspells gibt. Das heißt, Standard, Historic, Pioneer und Modern würde ich nicht mal sagen. Es gibt da keinen zweimal Hardcounter, aber einfach andere, bessere Optionen. Ja, und du würdest wahrscheinlich nie eine Karte Logic Knot oder so. spielen, die jetzt so im Nachhinein, die sagt, 2 Mana, Counter Target Spell, its controller draws a card. Und Und das ist das da im ist Prinzip eine besser bessere meistens. Karte. Ja. Das heißt, diese Karte sollte man nicht fair spielen, indem man sie auf den gegnerischen Spell castet. Dadurch, dass sie die Karte nicht castet oder so, wie Tibble's Trickery, sondern nur in die Hand tut, ist es ja nur ein Tutor und Card Advantage. Oder nicht mal Card Advantage, weil du ja auch eine Ja. counterst. Und ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Tibble's Trickery funktioniert, weil das Mana cheatet, weil es die Karte nicht casten lässt. Und ich wüsste nicht, was so gut ist an Instant Sorceries, was es sich lohnt für zwei blaue und die Kosten des Spells, den du counterst. Kann natürlich ein Zero-Cost-Spell sein, aber dann hast du den Nachteil, dass du ein Deck mit unnützen Zero-Cost-Spells hast. Welcher Instant Sorcery so gut ist, dass es sich lohnen würde, so viel Aufwand zu treiben, um ihn zu finden. Zumal es ja auch einfach gute Tutoren gibt. Was würdest du sagen, wenn die Karte 1 Mana kosten würde? Würde das Ich deine glaube, das Meinung ändert nicht viel. relevant verändern? Mit einmal besteht vielleicht eine größere Chance, dass du es in irgendeinem Combo-Deck spielst, um dein Combo-Piece zu finden. Also selbst dann, glaube ich, gibt es bessere Optionen. Ja, ich fürchte, die Karte ist unplayable. Vermutlich. Okay. Machen wir trotzdem weiter. Was heißt hier trotzdem? Ich hatte nicht vor, die Also. Episode jetzt zu beenden. In Ordnung, jetzt zu meiner nächsten Karte. Witzigerweise auch ein Counterspell. Und zwar Spell Squish. Was? Für ein blaues. Counter-Target Spell. Draw a card. Was? Also, die Karte Fehlende ist Fehler. nicht spielbar, weil du nie einen Spell auf dem Stack hast, weil es ein Sorcery Genau, ist. es ist ein Sorcery. Das ist der Drawback. Okay, es Diese ist. Karte ist per Definition nicht castbar, weil Sorcery Speed bedeutet, dass der Stack leer sein muss. Und wenn der Stack leer ist, kannst du keinen Spell anvisieren zum Countern und da das ein nicht freiwilliger Effekt ist, musst du einen Spell countern. So zumindest musst du einen Spell zum Targeten haben.
Das heißt, die Karte an sich ist nicht castbar. Das heißt, du musst sie enablen, indem du ihr Flash gibst oder sowas. Genau. Okay. Und dann ist es ein Einmaler Cantrip Counterspell. Das ist natürlich sehr gut. Wobei, das dann auch nur... auch dann braucht es immer noch einen Spell, den du countern hast. Wenn dein Gegner ein volles Board hast, ja, dann hilft dir das nicht. Aber ja. Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass du ihm irgendwie Flash geben musst. Ja. Mhm. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Einfachste Möglichkeiten, die mir eingefallen sind, einmal mein gehasster Teferi Time Raveler. Mhm. Stimmt, mit allen Sachen Flash. Also, aber da ist das Problem, dass du dann in deinem Deck eine Karte spielst, die du nicht casten kannst, außer der ist auf dem Board. Ja. Und das ist eine Karte, die der Gegner versuchen wird, vom Board wegzukriegen. Und falls der Gegner Kreaturen hat, bringt der vielleicht der Counterspell erstmal nichts. Mhm. Falls der Gegner versucht, den mit einem Removal-Spell zu targeten, ist das natürlich ziemlich gut. Dann kannst du deinen Teferi beschützen, dem gegnerische Sache countern und eine Karte ziehen. Das wäre zu gut. Eine andere Möglichkeit wäre Quicken. Ist ein Instant für ein blaues. Und die nächste Karte, die du spielst, hat Flash, ne? Genau, und du ziehst eine Karte. Wenn du dann beide spielst, ist es quasi eine Karte, die blau-blau kostet. Instant Speed, Discard a Card, Counter-Target Spell, Draw two Cards. Okay. Das wäre die Kombination. Und der Discard a Card, weil du ja natürlich zwei Karten dafür brauchst, ne? Das ist logisch. Ja. Das heißt, ich glaube, die Karte ist... Aber, naja, es ist sogar ein bisschen schlechter als das, weil du, wenn du sagst Discard a Card, dann... Kannst du irgendeine Karte abwerfen? Aber du brauchst. In einem Vakuum bringen dir die beiden Karten auch alleine wenig. Ja. Die eine gar nichts und die andere ist nur ein Cantrip. Ja. Und du brauchst beide, um das zu enablen. Das ist schon klar, ja. Ja. Deswegen, die Karte ist, glaube ich, auch unplayable, aber bewusst so designt. Okay. Weil ich es interessant fand, ein Sorcery Speed Counterspell zu designen und zu sehen, wie ich Darkmind pushen kann, weil es ja ein einmaliger Counter-Attack-Spell-Draw-Card ist, was sich absurd stark liest. Normalerweise kostet dieser Effekt 4 Mana mit Dismiss. Oh, Cryptic Command. Obwohl Cryptic Command natürlich noch mehr Text hat, aber egal. Und deswegen ist das so eine Art Build-Around-Counterspell, was ich sehr interessant fand. Mhm. Und das Artwork passt zum einen, fand ich sehr gut zum Counterspell und auch zu einer blauen Karte einfach. Ja. Würde auch zu einer blau-roten Karte, glaube ich, gut passen. Aber, das ist ein cooles Artwork überhaupt. Okay. Die nächste Karte, die ich gemacht habe, ist auch... Dragon! Mehr eine... ein Gedankenspiel meinerseits. Und zwar ist es der Firetail Dragon. Für ein rotes. Ein 1-1 Creature Dragon mit Flying. Und für ein rotes kriegt der Firetail Dragon gets plus 0, plus 1 until end of turn. Bin mir schon bewusst, dass es nicht so der super Colorpie, also dass ich da nicht dem Colorpie treu geblieben bin. Aber ich hoffe, man versteht den Witz. Also es ist ein Feuerschwanz-Artwork, sollte man noch dazu sagen. Oh, jetzt verstehe ich den Witz. Genau, und er hat kein Fire Breathing, sondern er hat Fire Tailing. Oder wie auch immer man es nennen möchte. Oder er wird hinten groß. Ich glaube, der inoffizielle Ausdruck ist Butt-Breathing. Butt-Breathing. Oh. Firebutt. Weil die Toughness von der Kreatur häufiger als der Butt bezeichnet wird und Fire-Breathing halt Power-Pump, also Butt-Breathing. Ja, vom puren Kartentext sollte es eine weiße Karte sein. Ja. Für Drache und dann kann man das rot machen. Ich denke, das geht okay. Ja. Auch vom Artwork. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das Artwork von dem neuen Feuerschwanz-Album zu nehmen, wo der dieser riesige Drache im Hintergrund drauf ist. Weil da sieht man richtig schön, wie da so Feuer aus dem Schwanz rauskommt. Echt? Ja. Ich werde das mal googeln. Aber ich hatte das Gefühl, der wäre dann irgendwie ein bisschen zu. Das cool. Wäre nicht glaubwürdig auf einem 1-1er-Body. Und. Hätte man dann natürlich größer machen können, aber hast du das Album-Artwork? Ich kann das ja hier vielleicht auch mal einblenden, damit ihr seht, worüber ich spreche. Naja, mit ein bisschen Vorstellungskraft vielleicht. Echt? Ich finde, das ist ziemlich klar, oder? Hä, das ist doch einfach nur Licht unten. Ich hab's gerade nicht vor mir, aber wie heißt denn das Album? Ja, das 11. Gebot hast du aber. Ja. Professionell bis zum Abwinken.
Ja, doch, total. Sieht auch aus, als würde der Schwanz brennen. Man sieht seinen Schwanz gar nicht. Doch, der kommt so hinter dem Kopf raus. Oh, Tatsache. Ja. Und es sieht aus, als wäre da, also würde so ein Flammenstrahl rauskommen. Na gut, ich knepp zurück. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Viel mehr ist auch nicht hinter der Karte. Also Wäre eine eine Draftkarte. vielleicht okay eine Limited-Karte, kommt auf das Format an. Falls Rot ein 1-1er Flyer möchte mit geringem Effekt, könnte ich mir vorstellen. Ja. In Ordnung. Dann zur nächsten Karte. Von mir diesmal wieder. Das ist der Transcending Champion für Weiß und Grün. Creature Human Warrior 2-2. Vigilance. When Transcending Champion dies, create a 4-4 White Spirit Creature Token with Flying. Vigilance and Vanishing 4. Vanishing 4 bedeutet, it, also der Token, enters the battlefield with 4 Time Counters on it. At the beginning of your upkeep, remove a Time Counter from it. When the last is removed, sacrifices it. Wow. Und das Album ist von Ensiferum, One Man Army. Boah, das ist cool. Und der Flavor ist, dass er, wenn er stirbt, zu diesem großen Geist wird, Genau. der aber irgendwann Und wenn. verschwindet. Und der Geist transzendiert auch. Ah. Genau, deswegen hat er Vanishing 4. Ist eine Art Riff on. Wie heißt die Karte nochmal? Aus dem zweiten Ravnica-Block. Verdammt, ich vergesse den Namen. Ich weiß Die, es wenn ehrlich sie gesagt stirbt, nicht. einen XX'er zurücklässt und der XX'er so groß wie deine Kreaturen ist. Auch einen selbe Kosten, auch 2-2. Okay. Oh. Voice of Resurgence. Aha. Und das ist eine Art Variation davon. Die Voice of Resurgence hat noch Anti-Control-Text, dass wenn der Gegner in deinem Zug was castet, du auch so einen Token kriegst, egal. Und hier kriegst du halt einen Token mit festen Stats, der Flying und Vigilance hat, aber auch nach 4 Runden verschwindet. Was Weil es ziemlich gut ansonsten ist. ohne als Vanishing wäre es Bastard. Ja. Der Token hat Vigilance, dass er halt auch stirbt. Weil du so angreifen kannst und blocken. Das heißt, irgendwann muss der Gegner ihn töten, indem er entweder nicht weiter für 2 geschlagen werden will oder selbst angreift. Ja, also es ist eine sehr Karte, die einen sehr aggressiven Spielstil voraussetzt. Normalerweise willst du in diesen vier Zügen dann Genau. Es ist nicht so gut, wenn du den 4-4er zum Verteidigen benutzen willst, weil der ja, Gegner ihn dann einfach abwarten kann. genau. Genau, du willst schon damit swingen. Aber ein 2-2er für 2 mit Vigilance ist auch schon Naja, das ist okay. okay. Also. Genau. Aber dafür, dass er halt in einen 4-4er rein stirbt, also sich transformiert, ist schon ziemlich stark. Ja, auf jeden Fall. Und cooler Flavor. Hast du das immer so als Metafrage, hast du das als Top-Down-Design von dem Album gemacht, Oh oder? ja, auf Okay. jeden Fall. Ja. Ich habe einen Ordner für, immer wenn mir ein Album auffällt, das eine coole Karte wäre oder so, speichere ich das ab und habe darauf zurückgegriffen und mich gefragt, was man hier Cooles machen könnte. Ja, okay, Und ich also. weiß nicht, ob das so gemeint ist vom Album Artwork, da bin ich mir nicht sicher. Aber es sieht halt wirklich, das wird manchmal in Magic-Karten auch so dargestellt, Ja. dass hinten dran denn diese große Person ist. Ich hatte das auf dem Album immer so verstanden, dass das irgendwie so sein Ja, Schutzgeist oder so sowas glaube ich, ist ist. es gemeint. Schutzgott oder so. Genau. Großartiges Aber Album. eine freie Interpretation. Soll hier ausgenutzt werden. Vermutlich zu stark für irgendwas wie Standard oder so, aber in Modern sieht Voice of Resurgence selbst schon nicht sonderlich viel Play und der ist nicht strictly better oder worse, aber auf jeden Fall vergleichbar. Ja, also ein 4-4er mit Flying und Vigilance ist schon nicht von der Hand zu weisen. Der andere macht einen XX-Token, wobei X gleich die Anzahl deiner Kreaturen ist. Also, das variiert dann auch mit der Zeit, das ist kein fester Wert. Und macht diesen Token auch, wenn der Gegner was in deinem Zug castet, was ziemlich stark ist. Das heißt, ich glaube, man kann nicht wirklich sagen, welcher besser wäre. Ja, schwer zu sagen. Ja, ich glaube, es kommt auf Format dann auch, auf das also auf das Format. Metagame. Ein bisschen auch auf den Spielstil von deinem Deck, in welche Richtung man da gehen möchte. Ja, stimmt wohl. Aber es ist eine Zur coole nächsten Karte. Karte von dir. Ja. Und zwar habe ich jetzt ganz mit ganz
in Bezug auf das aktuelle Kaldheim-Set den Omen Path Prophet gemacht. Für 2 und ein grünes. Ein Creature Shapeshifter Mythic, ein 3-3er. Mit Changeling. Und when Omen Path Prophet enters the battlefield, target opponent chooses a creature type. Other creatures of the chosen type get -3/-3. Ich weiß auch, das ist nicht ganz im Colorfall. Whenever Omen Path Prophet becomes the target of a spell, exile it. Return it to the battlefield under an opponent's control at the beginning of the next end step. Das Albumcover ist von Craving. Und das ist ein unglaublich sweetes Artwork. Mhm. Und ich finde, es passt auch so gut. Also, lass mich kurz noch den Flavor erklären hinter der Karte. Es gibt ja auch Dings, diese wie heißen die? Omen Paths. Ja? Doomsgast meinst du? Oder Omen Paths? Omen Paths sind die ermöglichen, zwischen den Realms zu wechseln. Genau. Okay, ja, die Omen Paths. Und hier siehst du so einen Shapeshifter, die ja auf diese Tierhörner und sowas haben. Mhm. Gerade wie er vor lauter erstaunten Menschen aus so einem Omen Path raustritt. Ah, okay. Und sweet. Diese ganzen Menschen, das ist auch über den Flavortext ein bisschen übertragen, der erzählt ihnen irgendwas und führt sie damit in ihr Verderben. Und die glauben ihm aber, weil er so aussieht wie sie selbst. Weil es ein Changeling ist und deswegen muss man einen Creature-Type. Sinister. Ja, cool, oder? Aber er kommt ins Spiel, die Gegner sucht sich einen Kreaturentyp aus. All deine Sachen mit dem Kreaturentyp sterben. Ja. Also, oder werden alle kleinen Sachen zumindest sterben. Außer er selbst natürlich, ja. Also, ja. Other Creatures, ja. Mhm. Warum solltest du das tun wollen? Die Idee dahinter war, dass du ihn dann halt irgendwie auf die andere Seite vom Spielfeld schickst. Und ja, damit das Board von deinem Gegner wipst. Aber du musst einfach nur einen Tauscheffekt oder so, funktioniert nicht, weil er dann nicht ins Spiel kommt. Du musst den Gegner zu casten oder so. Nee. Immer wenn er von einem Spell getargetet wird, wird er exiled und kommt unter der. Oh! Under an opponent's control! Ja. Reading the card, explains the card und so. Ah, jetzt ergibt die ganze Sache mehr Sinn. Du willst das. Also auch dann ist es immer noch ein schwieriger Deal, weil du. Ja, aber das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn, dass er seine eingebaute Weise gibt, dem Gegner das Teil zu geben. Ja. Das heißt, du spielst es hast vermutlich. Hoffentlich noch keine Kreaturen. Zumindest in einem Tribal Deck, am besten in einem Deck mit wenigen Kreaturen. Ja. Targets ihn selbst, exiles den und gibst ihn dem Gegner. Genau. Das ist quasi ein Witch's Vengeance aus Eldraine. Genau. 3 Mana, -3/-3 auf einen ausgesuchten Kreaturentyp, auf alle Kreaturen mit dem Typ. Als delayte Kreatur. Aber warum spielst du dann nicht einfach Witch's Vengeance? Wenn du kein Schwarz spielst, keine Ahnung. ja. Naja, du hast auch noch einen 3-3er Body, also. Ja, aber der Gegner hat dann 3-3er Body. Ja. Das ist ein Nachteil. Das stimmt. Und was mir auch gerade aufgefallen ist, die Karte ist am besten, wenn sie gegen ein Tribal Deck gespielt wird. Ja. Aber dadurch, dass sie auch Changeling hat, profitiert sie ja von den Tribal Bonus-Effekten, die der Gegner haben könnte. Deswegen. Das ist viel Arbeit und ganz schön hohe Kosten. Zum Beispiel, dass du keine Kreaturen haben solltest und stirbt ja mindestens eine. Vermutlich, ja. Wenn der Gegner einigermaßen weise ist. Und der Effekt ist eine 3-Mana-Karte, die es schon gibt. Vielleicht, und der Gegner kriegt 3-3 davon. Vielleicht sollte die Karte blau sein und einfach alles bouncen, was der Gegner hat. Dann wäre es auf jeden Fall. Dann ist es, glaube ich, nicht wert, dem Gegner einen freien 3-3er zu geben. Also dann wäre es auf jeden Fall sehr Commander-playable. Und du könntest die so rumschieben über den Tisch und. Ich glaube, es würde abfacken, damit an einem Commander-Tisch zu spielen. Ja, aber. Weil, wie willst du denn dann irgendwie wann eine gescheite Board-Presence aufbauen? Ich weiß nicht, ob du schon mal mit, weiß ich nicht, Aminato oder sowas gespielt hast. Das fuckt auch ab. Also, das ist kein Argument, ihn nicht zu drücken. Aber ja, ich fürchte, in allen anderen Formaten ist die Karte. Das Artwork ist sweet. Kann man einen positiven Punkt sagen. Und zwar wirklich sweet. Mhm. Wie gesagt, ich glaube, es sind zu viele Hoops, durch die du springen musst und das Payoff ist zu gering. Vermutlich. Und der Gegner kriegt immer noch deinen freien 3-3er.
Vielleicht sollte er sich sollte man irgendwas einbauen, dass er sich bei dem zweiten oder dass er sich dann beim Gegner auch mit wegnimmt. Aber oh, dann wird es irgendwann zu kompliziert. Naja, du kannst ihn wieder targeten und du kriegst ihn zurück, dann. Wenn du nur zu zweit Ja, spielst. stimmt. Weil der Gegner dich an deinem Opponent geben muss und du der einzige Mögliche bist. Okay, Aber dann aber. hast du auch zwei Target-Spells, die ihn nicht getötet haben. Ja. Also Pump-Spells oder so, die aus irgendeinem Grund in deinem Deck waren, in Constructed, auf ihn geschossen. Für ein 3-3er dann wieder, toll. Ja, und dein Gegner hat kein 3-3er mehr. Er hätte ihn nie gehabt, hättest du einfach Witch's Vengeance gecastet. Wahrscheinlich hat das Tribal Deck dich schon längst getötet, während du versuchst, dem Gegner Vermutlich. Overpass-Buffer zu geben. Und die Karte tut halt absolut gar nichts, wenn dein Gegner keine Kreaturen hat. Dann. Nein, sie ist ein 3-3er, der sagt, du darfst keine Kreaturen haben, während du sie mir spielst. Ja, ziemlich genau. Und mal dein Gegner kann mich bekommen. Okay. Es ist, die Karte erfordert ein bisschen Arbeit. Das sehe ich ein. Aber machen wir lieber schnell mit der nächsten Karte weiter. Ordnung. Oh, das ist Call of Adventure. Für 2 rot, grün, grün. Sorcery. Look at the top 10 cards of your library. Put any number of creature cards with total converted mana cost 6 or less from among them onto the battlefield. Put the rest on the bottom of your library in any order. They gain haste until end of turn. Flavortext ist: When adventure calls, run. Der Flavortext ist großartig. Verstehst du, worauf der Flavortext eine Anspielung ist? Es gibt bestimmt eine Karte, wo drunten steht, wenn Adventure Calls, aber sie fällt mir gerade nicht ein. Nein. Nein, das ist eine Anspielung auf Primeval Titan, dessen Flavortext, Oh, when Nature Calls. genau, und Ja, witzig, was ich zumindest sehr witzig finde, ist, bei Primeval Titan ist es ja intendiert, dass du wegrennen sollst, ne? ja. When Nature Calls, run, weil da dieser große Primeval Titan aus dem Wald kommt. Und hier ist es quasi im positiven Sinne gemeint. When Adventure Calls, Run, rennst du rennst du dahin. darauf hin zu, ja. Weil das Teil ja auch Kreaturen für das Adventure sucht und so. Was ist das für ein cooles Cover? Legend of Valley Doom, das ist ein Power-Metal-Projekt von so einem einzelnen Typ, der so ein bisschen wie Avantasia, der ganz viele Gastmusiker hat Okay. und so. Und das ist so Legend of Valley Doom, heißen dann die Alben und das ist Part 3. Das ist Aha. quasi so eine fortgehende Erzählung Okay, über diese cool. Fantasy World. Auf jedem Albumcover ist dieser Typ mit den Hörnern drauf. Sieht doch auf jeden Fall cool aus. Als ich das Album einfach gesehen habe, die haben diese klassische Magic-Pose von irgendeinem Spell der Kreaturen. Ja, Pluto, der ins Spiel tut oder so so. ein Coco-Pose. Genau. Coco, Court of Calling und so haben das alle. Okay, Deswegen. das ist ziemlich gut. Ja, Kannst du, Siehst du also drin? bei solchen Karten ist es immer so, du kannst whiffen, kannst nur einen Two-Drop damit einholen. Obwohl 10 Karten auch eine Menge Ja, sind, 10 wenn Karten ist eine du Menge. eine Aber du bestimmte kannst halt Kreaturenanzahl hast. in eine komische Situation kommen, dass du irgendwie einen 3-Drop und einen 4-Drop Genau, dann reveals nicht oder beide holen sowas und dann kannst. nicht beide. Das Ja. stimmt auf jeden Fall. Und hier, um dir ein bisschen zu balancen, ist natürlich ein offensichtlicher Vergleich zu zu Collected Company. Einer der großen Vorteile von Collected Company ist aber zum einen, dass es Instant Speed ist, das Sorcery Speed. Ja. Und dass Collected Company Mana cheaten kann. Du kannst mit Collected Company, die Namen sind es zu ähnlich, im Optimalfall kriegst du mit 6 Mana an Kreaturen für 4 Mana Instant Speed, weil du 2 Speed Drops holen kannst. Hier kannst du immer maximal Eins ein Mana cheaten. mehr an Kreaturen kriegen. Und da muss schon viel gut laufen. Also entweder du machst dann 6-Drop oder kannst irgendwie genau die 2 sechs. 3 Drops, 3 2 Drops, das geht alles. Ja. Theoretisch gehen unbegrenzte Zero Drops und ein 6 Drop. Unbegrenzte Ornithopter kannst du Ja, und mit dann kriegen die auch noch Eile. Haste. Bastard. Aber die Idee ist, du machst quasi in den obersten 10 Karten eine Suche für deine Adventure Party und die kriegen dann Eile, weil sie alle so motiviert sind. Okay, ja. Und Ich glaube das vom auch. Artwork ist ein Beispiel für die Adventure Party. Man hat einen Zauberer, man hat einen Krieger, man hat 2 Wölfe und im Hintergrund einen Phönix. Klassische Adventure Party. Jeder D&D-Abend bei mir sieht so aus.
Du bist einer der Wölfe. Nee, du bist immer der DM, oder? Ja, genau. Du weißt, was sie über DMs sagen. Nein. Ich auch nicht. Weil das ja voll das Nerd-Spiel ist. Mhm. Nicht wie das ernste Magic, was wir, worüber hier wird gerade reden. sieht auf jeden Fall cool aus, also der ganze Geschmack von der Karte. Flavor sollte ich nicht übersetzen. Nein, das funktioniert nicht auf Deutsch. Ja. Aber das ganze Gefühl, was von der Karte vermittelt wird, ist cool. Vom Playstyle könnte ich mir den 60-Karten-Formaten in was langsamer ist, ein bisschen sowas wie Pioneer, Historic, Standard oder so, vorstellen als Finisher für Cruel, Midrange oder Aggro. Mhm. Ich glaube nicht, dass es gut genug ist für Modern. Nein, auf keinen Fall. 5 Mana sind eine Menge da. Wenn es in Historic oder so gibt es ja cool Aggro oder Midrange, wie auch immer du es nennen willst. Mhm. Da kannst du das als Finisher spielen und dann vielleicht ein Questing Beast und einen Bob of the Witch oder so. Ja, okay. Mhm. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil die beide schon Haste haben. Aber dann kriegst du 6 Mana in Kreaturen, gibst denen allen Haste und swingst hoffentlich für Liesel. Und hast auf jeden Fall, also gerade solche so Gruul-Decks haben ja oft Schwierigkeiten damit, irgendwie am Ende den letzten Punch zu übergeben, weil sie nicht mehr genug Karten haben. Und damit kriegst du eben auch eine Card-Advantage Engine. Eine großartige Auswahl. Engine. Genau. Mhm. Und Card Selection, hast recht. Ja, zwar in einem sehr guten Verhältnis, würde ich mal sagen. Ja. 10 Karten sind halt wirklich auch viel, wenn man nur 60 Karten am Anfang in der Flip hat. Genau. Bei dem Punkt, wo du das castest, sind dann meistens schon bestimmt die obersten 20 weg. Naja, nicht ganz. Aber ja, übertreibt man nicht. Aber, weißt du, was ich meine? Aber wie dem auch sei. Kommen wir zu deiner nächsten und ich glaube letzten. Mhm. Meine nächste Karte ist der Malicious Mystic für 2 und ein schwarzes. 1/3 Creature Human Wizard. Eine Uncommon-Karte. Whenever you sacrifice another permanent, create a 1/1 Black Zombie Bird Creature Token with Flying. Das Artwork ist von Victorious. Und du kannst mir... Sehr cooles Artwork. Ja, auf jeden Fall. Du kannst mir bestimmt sagen, an welche Karte dich das erinnert. An den Dings... aus demselben Set, den irgendwas Mystic, der für 4 Mana ein 1-4er ist und immer, wenn du Instant oder Sorcery castest, dass du ein 1-1er Bird kriegst. Der Murmuring Mystic. Der auch mit so einer Kapuze und so blau über den Dings läuft. Erstmal hier ein sehr cooles Victorious Artwork, das auch super als Matchkarte passt, vom Farbschema und so. Ja, und auch von der Komposition. Genau, von der Komposition. Der Rabe, der so auf den Betrachter zufliegt. Das ist ziemlich cool. Ein Problem im Design, das ich sehe, ist, dass es mit einer Sacrifice Engine Infinite geht. Weil du, ja, es müsste Non-Token Permanent heißen. Das ist mir auch gestern Abend aufgefallen, aber ich habe es nicht mehr geändert. Ja, richtig. Mhm. Aber stellen wir uns einfach vor, es würde, wenn wir Sacrifice another Non-Token Permanent lesen. Genau. Dann ist das ein ziemlich cooles Aristocrats Payoff. Mhm. Besonders, weil du die Token ja trotzdem noch als Sacrifice Fodder benutzen kannst. Ja, bloß, dass du kriegst den Effekt nicht mehr. Das ihn nicht triggert. Mhm. Du könntest theoretisch auch statt Non-Token, Non-Bird oder so schreiben. Okay, ja. Dass andere Token es noch triggern, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass du andere Birds hast, die du opferst, relativ gering ist. Geringer zumindest als andere Tokens. Mhm. Das geht beides. Ja, ziemlich gut, glaube ich. Ich denke auch, wenn du da 4 oder 5 Sachen rausbekommst, und das ist in dem richtigen Deck nicht so wahnsinnig schwer. Genau, erinnert ein bisschen auch an den Mayhem Devil aus War of the Spark, der für 3 Mana, immer wenn du es opferst, den Gegner pinkt. Oder immer wenn irgendjemand sowas opfert, nicht mal pinkt, er pinkt irgendwas. Ja, und der ist ziemlich gut. Genau, und das tauscht quasi ein Damage für einen Flyer. Und ein Flyer dürfte wahrscheinlich besser, dürfte meistens besser sein als ein Damage. Ja. Klar, fungiert nicht als Removal, aber ist Long-Term mehr Damage, weil sie natürlich immer wieder angreifen können und Flying haben. Und Sacrifice Fodder, was für das Deck, in dem du spielst, super relevant sein dürftest. Weil du dann einfach Late-Game all deine Birds opfern kannst und den Gegner mit einem Blood Archest-Effekt aus dem Spiel trainst. Ja. Plus, die können blocken, die können dich am Leben halten, genau. Ja, also... Ja, jetzt, wo
obwohl ich drüber rede, vielleicht ist das sogar zu gut. Zumindest für Standard oder so. Und Mayhem Devil ist wirklich eine viel gespielte Karte. Und gut, der Mayhem Devil hat auch einen besseren Body. Der kann selber meistens... Das ich glaube, das daran, ist nicht super relevant, wenn du ja, so viele Birds rausscheißt. Wahrscheinlich. Aber beim der Mayhem Devil wird ja meistens so gespielt, dass er irgendwas aus dem Weg pinkt und dann selber nochmal für 3 Schaden. Was das eine ganze Menge ist, wenn du als Cat Oven noch legal war. Aber das eine, den Mayhem Devil zu spielen, schließt den ja nicht ja, aus. Ja, das stimmt natürlich. Das ist das Problem. Okay, und die Birds, wenn du die dann opferst, sind dann wieder noch mehr Pinks. Das heißt, wenn du die beiden draußen hast, hast du entweder die Birds oder einfach 2 Mayhem Devils. Weil du die Birds opfern kannst und das wieder ein Damage ist. Das heißt, jede Nicht-Bird-Kreatur, die du opferst, sind 2 Damage. Vorausgesetzt, du hast einen Sacrifice-Outlet, das unbegrenzt ohne Mana funktioniert. Ja, was im Standard was auch glaube ich, derzeit nicht der Fall ist. Genau, du hast eigentlich nur den Ofen. Du hast den Priester und so. Ja. Nee, stimmt gar nicht. Es gibt deine, es gibt den aus Heroes. Ah, den Soul Reaper. Ich weiß schon. Rose Rider. Genau, und dann ist es entweder, du kriegst einen Ping oder einen Bird, oder im Worst Case, wenn du die Pings unbedingt brauchst, einfach pro Kreatur, die du opferst, 2 Pings. Okay, ja, das ist natürlich gut, aber das, da musst du auch 4 Sachen auf dem Board haben. Oder 3 Sachen. Ehrlich. 3 ja, und gut, weil der eine Goat mitbringt. Ja, das stimmt. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, glaube ich auch, dass der von so Sachen wie Fabled Passage. Ja, und das wäre mein nächster Punkt gewesen. Fetchländer triggern ihn auch. Ja. Das ziemlich gepusht ist. Aber ich merke auf jeden Fall das Design dieses spezifischen Sacrifice-Payoffs. Weil das relativ selten vorkommt, dass man spezifisch darauf abzielt, dass es gesacrificed werden muss. Das ist meistens so, Dice. Ja. Genau. Und dann wäre er natürlich viel zu stark. Ja, auf jeden Fall. So ist es immer noch sehr stark, aber auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Redesign und das Artwork passt super zu Magic und zu der Karte. Okay. Dann machen wir weiter mit deinen letzten Karten. Oh. Du hast danach keine mehr. Ups. Ich habe keine mehr, aber ich glaube, wir haben einen klassischen Rechenfehler gemacht. Aber es macht nichts. Sein. Mehr Karten für euch. Yay. Dann kommt von mir der Bloodbound Berserker. Eine wunderbare Alliteration, wie ich bemerken darf. Für ein schwarzes und ein rotes. Creature Demon Berserker 2/2. Wow. Bloodbound Berserker dies. You may sacrifice another creature. If you do, choose 2. You draw a card and you lose 1 life. Target player discards a card. Destroy target artifact. Bloodbound Berserker deals 2 damage to any target. Artwork von Bloodbound. Von dem neuen Album. Und weil da immer die Schrift auch im Weg ist, musste ich das Video, da ist der so mächtig animiert, pausieren und da einen Screenshot machen, um das gescheit zu machen. Ah, das Lyric-Video, ne? Genau. Ja. When Fate is Calling. Was ein cooler Song übrigens. Ja. Also für die Leute, die noch nicht gehört haben. Ich freue mich auf das neue Album, ja. Dürfte ja, aber ich fand auch, da sieht sehr aus wie ein potenzielles Magic-Artwork mit diesem Schädelstab und dem Messer und so. Ja, das sieht sehr cool aus. Also ist natürlich auch hier ein bisschen im Kaltheim-Spirit, der genau. Rakdos Berserker. Und ich denke, die Karte ist ziemlich gut. Also tut an sich nur was, wenn die stirbt. Und dann auch nur, wenn du noch eine andere Kreatur hast. Aber in dem... Ja, bitte. Achso, in dem Fall, dass es zutrifft, solltest du auf jeden Fall was Gutes damit rausholen können. Also du darfst eine Karte ziehen und die unteren beiden sind ziemlich optional, würde ich mal sagen. Ich schätze mal, meistens wäre es Draw a Discard. Also es gibt 2 schwarze, 2 rote orientierte Effekte, ist klar. Und die Karte ist orientiert an Kulagins Command, einer meiner Lieblingskarten. Ist genau Kulagins Command, außer der erste, der bei Kulagins Command Return Target Creature from your graveyard to your hand ist. Das geht dir aber nicht, weil man sie sonst loopen könnte. Weil er natürlich... könnte sich dann auch selbst zurückholen. Ja, so. Ja. Deswegen musste ich mir einen anderen schwarzen kleinen Effekt ausdenken und bin zu You Draw a Card and You Lose 1 Life gekommen. Was ähnlich vom Value ist, aber halt nicht infinite geht.
Und das ist kein Card Advantage, weil du auch noch du ja was auch opfern eine musst. Kreatur zusätzlich opfern musst. Das heißt, du tauschst zwei Karten gegen jeder der Effekte ist eine Karte wert, würde ich sagen. Shock, Shatter, Discard und Draw. Jeweils eine Karte. Und du tauschst zwei Kreaturen gegen zwei Karten auf andere Weise ein. Ja. Und das ist immer noch optional. Also du musst das Genau. nie machen. Was, wenn du keine Kreatur zum Opfern hast, die, also, die du opfern willst oder so, wenn keine Effekte sonderlich relevant gerade ist oder so, musst du das alles nicht machen. Die Idee vom Flavor ist, dass dieser Dämon quasi eine andere Kreatur mit dem Tod reißt und die Ah, dann so okay. opfert und so. Okay. Deswegen auch Bloodbound. Cool, cool, guter Flavor. Und ja, also wie, ich glaube auch, dass die Karte im Standard auf jeden Fall gut wäre. Ja, in dem schon angesprochenen Chant Sacrifice Deck dürfte Ja. die ziemlich gut sein. Für ältere Formate ist sie vermutlich ein bisschen, hat zu viele Bedingungen, um stark zu sein. Obwohl, Kollegin's Command sieht viel Play. Das Kollegin's Command ohne Death Stick, könnte man sagen. Ja, genau, das, der Vorteil bei Collagen's Command ist halt, dass du spielst die Karte und dann kriegst du den Effekt. Genau, Hier, das ist hier verzögert genau, auch. spielst du den Berserker, dann kannst du damit angreifen. Zwei Schaden sind jetzt nicht so viel, dass der Gegner das Ja. nicht blocken, also nicht durchkommen lassen muss. Und desto älter und schneller das Format ist, desto bedeutender ist es auch, eine Kreatur opfern zu müssen, weil das ja dann ein Tempo-Disadvantage ist. Weil du die Karte und die Kreatur irgendwie aufs Spielfeld bekommen haben musstest, wahrscheinlich gecastet, und die zumindest die ersten beiden Effekte von den Sachen, die du aussuchen darfst, keine Board, das Board nicht effekten. Ja. Im Optimalfall schießt du ein Artefakt und eine kleine Kreatur des Gegners ab, dann ist auch Board Gleichstand im Grunde. Verstehst du, was ich meine? Gut, und dann hast du natürlich immer noch den komischen Case, dass der irgendwie exiled wird oder sowas. Ja, das Aber gut, das ist stimmt natürlich immer natürlich. so. Du würdest ihn vermutlich in einem Sacrifice-Deck spielen wollen, Ja. damit du kontrollieren kannst, wann er triggert. Ja. In einem Aggro-Deck oder so, so scheint mir das gewagt. Genau. Ich weiß auch nicht, ob er da genug von sich mal aus mitbringt. Ja. Weil klar, es ist nett, am Ende nochmal so ein bisschen die eine Karte zu ziehen. Zwei Schaden zu zwei schießen, Schaden zu finde. Schießen. Ja. Also ich sehe auch, du hast das nur als Uncommon-Karte gemacht. Es wäre bestimmt eine gute Signpost-Uncommon für Das irgendein war so Set. ungefähr die Kannst du Idee. jetzt auch theoretisch genauso, also es ist keine Legendary Creature, aber in Kaltheim reinsetzen und die Karte wäre wahrscheinlich recht gut. Oh, in Ordnung. Und dann zu Dann meiner zum letzten großen Karte. Finale. Inas, Controller of Storms. Für eins ein blaues und ein rotes. Legendary Creature Spirit Wizard 03. Flying Haste. Inas Controller of Storm gets +1/+0 for each spell cast this turn. Und aktivierte Fähigkeit von einem hybriden roten oder blauen. Return target instant or sorcery spell you control to its owner's hand. Boah. Cover Artwork von Blade Guardian. Cool. Was meinst du? Oh, achso, ja, okay. Return target instant or sorcery control. Nicht von deinem Friedhof. Das wäre ja, busted. Okay. Nur auf dem Stack geht das. Aha, okay. Jetzt müsstest du das spezifizieren. Wow. Also er kommt rein, ist auf jeden Fall schon mal 1-3, ne? Er zahlt sich ja selbst auch. Ja. Und dann hast du den... Also zum einen hast du mal immer den Effekt, du kannst jeden Spell, den du castest, zurücknehmen. Das heißt, deine Spells sind im Prinzip, solange du ein rotes oder blaues offen hast... Bisschen vor Countern geschützt. Ja, mehr oder weniger. Also du musst sie halt dann nochmal casten. Ja. Und du, das synergiert natürlich mit deinem eigenen Pump. Ja. Weil du beispielsweise einen billigen Spell immer wieder bouncen kannst, um ihn so zu pumpen, du kriegst, wenn du nichts anderes zu tun hast. Genau, du kriegst aber nie den Effekt von dem Spell. Nein. Was, ja, dann halt sozusagen im Prinzip ihm so ein bisschen, ohne dass jetzt irgendwer interveniert, die Karte gibt, bezahl ein blaues oder rotes und zeig eine Karte von deiner Hand vor, der kriegt bloß ein Und du musst die Karte selbst bezahlen. Oh, okay, ja, richtig. Richtig. Das, ja. Die aktivierte Fähigkeit ist eine Anspielung auf die eine Mystery Booster Playtest-Karte.
namens How to Keep an EZ Mage Busy. Das heißt, für ein hybrides Rot oder Blau, ein Instant oder Saucy, weiß ich nicht mehr, der sich einfach nur selbst bounced. Okay. Weil das dann quasi, du kannst eins bezahlen, um deinen Stormcount um 1 zu erhöhen, ist die Intrinsik der Karte. Und der hat das quasi als aktivierte Fähigkeit, weil er der Controller of Storms ist. Hast du eigentlich den Namen gecheckt? Nee. Inas ist ein Anagramm von Hansi. Ich hatte mich schon gefragt, ob das irgendwas rückwärts oder so ist. Aber, nein, diesmal nicht. Diesmal war ich kreativer, als nur rückwärts nicht Cola schlecht, zu schreiben. Nicht schlecht. sehr cooles Artwork, wie ich finde, auch ein bisschen sehr passend. Rückwärts Blind Guardian wäre auch ein bisschen bescheuert gewesen. aber ja, das Artwork passt auf jeden Fall super gut. Das erinnert so ein bisschen an, wie heißt die Karte? Ah, Arcanis the Omnipotent. Das ist auch so ein Kapuzen, ja. Mhm. Und der Pump ist ein kleines Callback zu Storm Entity, das ist eine Karte aus Future Sight, die 2 Mana in Monorot aber für 1-1 mit Haste ist und die mit so vielen 1-1 Countern wie dein Storm Count ist ins Spiel kommt. Ah, okay. Der dagegen, das dürfte ein bisschen schlechter sein, der ändert sich halt. Ja, okay, also was man auch sagen muss, er hatte einfach Fake Prowess, was nicht nur von Instants und Sorceries triggert, obwohl das die meisten Spells sein werden, die gecastet werden, und auch noch von deinem Gegner. Das heißt, das stimmt. Ja, also ich denke mal, die meisten EZ Spacelinger Decks, zumindest wie du gesagt hast, in neueren Formaten, wollen den auf jeden Fall spielen. Der ist bestimmt ein lustiger Commander. Dreimal ist eine Menge. Dafür, dass es dann nur ein reiner Beater ist. Ja. Weil in den Decks, glaube ich, wird die aktivierte Fähigkeit selten relevant. Genau, ich wollte gerade sagen, die Fähigkeit ist... Du kannst den Late Game benutzen, um einen Cantrip ein paar Mal zu bouncen, falls du nichts anderes zu tun hast. Ja. Naja, und also das, ich glaube, das ist halt in Commander super relevant, dass du deine Sachen einfach vor Countern schützen kannst. Genau. Und zwar nur, wenn du das möchtest. Die Idee war natürlich, dass er sich damit selbst pumpen kann und so. Mhm. Und... eben den Storm controls und in einem Storm Enabler ist und Payoff. Wenn du als Finisher in dem Storm Deck benutzen könntest. Klar, mit jedem anderen Storm, mit jeder anderen Storm Variante funktioniert das natürlich auch großartig, aber da hast du meistens was Besseres. Genau. Da dürfte Crapshot oder so besser sein meistens, weil der gegen einen Lightning Bolt oder gegen einen anderen Removal Spell stirbt, was ungünstig ist. Das heißt, ich glaube, der ist nicht zu stark oder so, weil mutlich würde er nicht viele Play sehen. Ich mochte das Design. Ja, das Design ist cool. Und wie gesagt, also ich glaube, du kannst vor allem in Commander, entweder den als Commander, wahrscheinlich ihn, oder halt in irgendeinem beliebigen blau-roten Spellslinger oder so. Ja. Weil, du kannst auch theoretisch, in Commander ist es vermutlich ein ziemlich witziger Commander, jetzt wo ich drüber nachdenke, weil du nicht nur deine Sachen vor Counterspells beschützen kannst, sondern auch quasi eine Finten machen kannst, im Grunde. Du kannst Finten, ja. Dann spielst einen Removal Spell. Gegner opfert seine Kreatur in sein Ashnets Alter oder irgendeine Sache, die vielen Commander gespielt wird. Du bannst deinen Removal Spells und lachst. Oder du spielst, was teurer wäre für deine, aber Cyclonic Rift Gegner versuchen möglichst viel noch mit ihre Sachen zu bouncen und zu opfern. Und dann, du bounst dann, wenn alle fertig sind, dein Cyclonic Whiffle und kannst nächste Runde dasselbe Spiel nochmal machen. Das ist ja eklig. Das klingt extrem cool. Ja, aber stimmt, du kannst auch so Counterspells rausziehen aus deinen Gegnern oder. Du kannst, ganz viele verschiedene witzige Sachen damit machen, glaube ich. Ja, jetzt, wo wir mehr drüber geredet haben, ist, glaube ich, der Untereffekt für Commander ziemlich relevant und cool. Ja. Nicht unbedingt nicht Bastard, super stark. Und auch nicht so, dass er das Spiel kaputt machen würde, wie. Genau. Ich glaube, das ist keine so eine competitive Idee, dein eigenes Cyclonic Rift zu bouncen. Ja. Aber eine witzige. Okay, cool. Gut, auf jeden Fall ein super Abschluss. In Ordnung. Das waren dann all unsere selbstbestimmten Karten. Und damit sind wir jetzt schon am Ende des Podcasts. Wir machen natürlich nicht das übliche selbstbestimmte Kartensegment. Am Ende des Podcasts, weil der ganze Podcast daraus bestand. Dann wollen wir kurz noch Geoffrey Palmer
für seine Animation danken, die ihr hier im Hintergrund gesehen habt. Und vielleicht noch nebenbei erwähnen, dass der arme Kerl von Channel Fireball, bei dem er bisher gearbeitet hat, entlassen wurde und gerade auf der Suche nach Arbeit ist. Das heißt, falls jemand einen Grafikdesigner und Animationstypen sucht, @livingcardsmtg auf Twitter. Hoffentlich verlangt er jetzt nicht Geld für seine Animationen. Nein, darf er gar nicht, weil er die Wizards gemacht hat. Dann die nächste Episode, haben wir schon einen Plan, was wir beim nächsten Podcast machen? Ganz genau. Wir wollen jetzt ein bisschen über Wikinger sprechen, weil das Thema durch Kaldheim gerade sehr gut passt. Wir haben jetzt gesehen, wie Wizards Take on Wikingern sozusagen ist. Und können das natürlich hervorragend mit Viking Metal kombinieren. Unsere Die-Hard-Fans wissen natürlich, dass wir vor einiger Zeit ja schon die Piraten-Episode zu Ixalan und Pirate Metal gemacht haben. Und ihr könnt euch das genauso bloß mit Wikingern vorstellen. Außerdem können wir dann die unglaublich wichtige von Aelstorm gestellte Wikinger gegen Piratenfrage für immer lösen. Was ist das nicht ziemlich eindeutig? Aufregend sein dürfte, aber ja, kommt drauf an, wen du fragst. Ja, in Ordnung. Falls ihr noch Fragen hierzu oder Kritik an unseren Karten oder zum Podcast allgemein oder Ideen für weitere Themen habt, könnt ihr die uns hier natürlich in den Kommentaren schreiben oder per E-Mail oder sonst was. Dann haben wir ein Patreon, wo wir auf eure Unterstützung bauen, damit wir weiter selbst Karten designen können. Ganz genau. Und dann gibt es noch den gesamten YouTube-Zeugs, den ihr oft genug gehört habt, den wir deshalb nur indirekt hier erwähnen wollen. Und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.